freue mich, heute hier bei Ihnen in Wien zu sein. Ich bin heute der einzige deutsche Gastredner hier in Wien. Und was ich heute gelernt habe in der Veranstaltung ist, dass Deutschland das Land der Nichtzahler und der Abmahner ist. Das ist auch ein Stück weit unser Geschäft. Ich darf Ihnen nur dazu gratulieren, wie weit Sie mit dem ganzen E-Government hier in Österreich schon sind. Deutschland hat gestern den elektronischen Personalausweis eingeführt und mit dem elektronischen Personalausweis wird auch vieles möglich werden, was hier schon Realität ist. Und dann gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zu heute Morgen. Dort hat der Kollege in seinem Vortrag auf die Jugendlichen verwiesen, wo die Zahlungsausfälle besonders hoch sind. Dazu muss man sich auch immer vergegenwärtigen, dass es natürlich auch gerade dieser Zielgruppe der Jugendlichen extrem leicht gemacht wird, im Internet Bestellungen zu machen. Und daher, wie gesagt, benötigt es mehr an, Bonitätsprüfung etc. Es ist, wenn ich mir manchmal unsere Daten so analysiere, kommt es vor, dass dort wirklich hanebüchene Konstellationen vorkommen, angefangen von Donald Duck über, also wirklich fantasienah, wo man sich fragt, warum hat ein Weltkonzern, sage ich mal, solche Sachen nicht geprüft und lässt solche Bestellungen durchgehen, wo wir auch wieder bei dem Thema Schaltadressen sind. War mir einfach mal ein Anliegen, Ihnen das mal darzulegen. Mein Thema ist aber heute ein anderes. Ich möchte ein bisschen was erzählen zur qualifizierten Anschriftenermittlung in europäischen Melderegistern. Ich möchte auch dem Kollegen ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ich werde mich doch eher auf Deutschland beschränken und Europa am Rande ein wenig streifen. Ich selber bin bei Reisa zuständig für die Anbindung von Meldebehörden und auch für die Akquise neuer Kunden und kenne das Geschäft, wenn man so will, von beiden Seiten. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben über Reisa. Anschließend möchte ich Ihnen die Melderegisterlandschaft einmal vorstellen, wie wir sie heute in Deutschland haben, aber auch in Europa. Und dann auch noch was zu dem Thema Datenschutz sagen. Das ist ja hier heute auch auf der Podiumsdiskussion ein großes Thema. Und ich glaube, gerade im Thema Datenschutz unterscheiden wir uns bei Reisa extrem von unserem Mitbewerb. Zunächst erstmal Reisa. Sie haben sich sicherlich schon gefragt, was heißt Reisa? Reisa steht im Prinzip für Registry Information Service on European Residence. Reisa ist ein grenzüberschreitender E-Government-Dienst für Auskünfte aus offiziellen Melderegistern und dort, wo es keine Melderegister gibt, das ist ja der Fall in Europa, dort greifen wir auf die sogenannten Wählerregister zu. Das ist einmal der Fall in England und auch in Irland. Die europäische Melderegisterauskunft Reisa wurde im Rahmen des E10-Programms 2004 ins Leben gerufen. Dort gab es eine Ausschreibung der EU und man hat sich damals um dieses Thema beworben und hat den Zuschlag erhalten und hat in den vergangenen Jahren wirklich einen Dienst aufgebaut, der quer durch Europa diese Registerauskünfte auf dem Hinweg und auf dem Rückweg für Firmen, also für gewerbliche Anfrager in Europa ermöglicht. Unser Firmensitz ist in Berlin. Wir haben dort 15 Mitarbeiter und sind ein Hochsicherheitsrechenzentrum in München, was T-Systems von Siemens, deswegen sage ich es auch nochmal, also unser Rechenzentrum steht bei T-Systems und auch dort sind die Daten sicher. Zu unseren Geschäftsfeldern. Wir sind einmal, das ist unser Kerngeschäft, die europäische Meldeauskunft Reisa. Hier ist der Kernmarkt Deutschland. Aber auch in Österreich sind wir über unseren Partner, das KDZ, vertreten und ermöglichen es unseren Kunden in Österreich abzufragen, ermöglichen es aber auch vielen österreichischen Kunden in Deutschland und in Europa abzufragen. Wir bieten weiterhin an einen ID-Check.
und einen Age-Check, also eine Altersverifikation auf Basis von Meldedaten. Das funktioniert so, Sie geben eine Adresse ein, als Versandhändler beispielsweise, lassen das prüfen und erhalten im Prinzip als Rückmeldung, ja, dieser Kunde wohnt dort und bestätigt im Prinzip die Meldeadresse. Ja. Weiterhin haben wir am Anfang des Projektes, damit ist Reiser groß geworden, für das flächenreichste und einwohnerstärkste Bundesland in Deutschland, nämlich Nordrhein-Westfalen, das hat ungefähr 18 Millionen Einwohner, die Meldeauskunft DNRW, also NRW steht für Nordrhein-Westfalen, aufgebaut und betreiben hier einmal für Privatnutzer die Melderegisterauskunft, die aber auch in Reiser integriert ist. Des Weiteren haben wir in Nordrhein-Westfalen eine Behördenanfrage integriert für die Justiz. Also hier können alle Gerichtsvollzieher, Justizbeamten über ein gesichertes Netz, das ist nochmal was anderes, als wie wir es bei Reiser machen, da ist es eine gesicherte Verbindung, aber hier in Nordrhein-Westfalen läuft das über das Testernetz. Dort können die Justizbehörden für Nordrhein-Westfalen anfragen. Weiterhin haben wir auch für die Stadt Berlin das Melderegister-Auskunftsportal gebaut. Mit Berlin verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Wir haben aus dieser Projektzeit ein ganzes Konsortium von beteiligten Institutionen. Das ist unter anderem das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten in Berlin, die uns von Anfang an hier auch beratend zur Seite gestanden haben, sowie auch das ULD, das ist das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, jetzt gerade sehr stark in der Presse wegen Google Street View in Deutschland, das ist ja in Österreich, weiß ich nicht, die Diskussion auch. Aber wie gesagt, die haben uns von Anfang an auch beraten in Datenschutzdingen und dort erwerben wir gerade das europäische Datenschutzsiegel. Hier mal ein kurzer Auszug des Konsortiums. Wie gesagt, schon erwähnt, unser Partner in Österreich, das KIZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Dann, wie gesagt, das ULD, LABO. Dann Fraunhofer ist daran beteiligt und dann eben aus den verschiedenen Ländern, die wir anbieten, auch lokale Partner. Ohne lokale Partner geht das in diesem Business nicht. Sie brauchen immer jemanden vor Ort, mit dem Sie das machen können. Wie sieht die Melderegisterlandschaft in Deutschland und in Europa eigentlich aus? Ich bleibe mal zunächst bei Deutschland. Hier ist Grundlage, wie bei Ihnen auch, das Meldegesetz und das Bundesdatenschutzgesetz, was im Prinzip vorschreibt, wann und wie ich eine Melderegisterauskunft stellen darf. Wir sind hier in Deutschland etwas anders strukturiert, währenddessen Sie in Österreich ein Geburtsdatum und einen Namen eingeben können und in einem zentralen Register suchen können, müssen Sie in Deutschland eine Voranschrift haben, ein Geburtsdatum oder wahlweise ein Geschlecht und eben die Voranschrift, dachte ich ja schon. Und dann wird im Prinzip, ich sage mal ein Beispiel, in München, Sie haben eine Anschrift aus München, in München gesucht und Sie kriegen dann eine Meldung, okay, der ist verzogen nach Augsburg und dann kriegen Sie die Anschrift aus Augsburg. In Österreich können Sie das eingeben, haben ein zentrales Register, da haben Sie einen Vorteil, aber laut deutschem Melderecht ist das im Prinzip untersagt. Da werde ich auch immer viel von österreichischen Kunden gefragt, ja, warum geht denn das nicht? Ich habe doch hier ein Geburtsdatum und einen Namen. Damit können Sie in Deutschland leider so nicht anfragen. Wir haben in Deutschland 5.500 Meldebehörden, ja, das ist eine ganze Menge. Wir haben derzeit davon ungefähr 75% vollautomatisch angeschlossen und sind ganz optimistisch, dass wir also bis nächstes Jahr die 80-85% erreichen werden. Die 100%, so wie Sie das in Österreich haben, das wird ohne ein zentrales Melderegister wahrscheinlich so schnell nicht möglich werden. Aber auch hier lassen wir den Kunden nicht stehen, sondern dort wird auch nach wie vor noch manuell gearbeitet. Das heißt, in den letzten 20-25% geht ein Brief raus und dort ist die Anschrift schriftlich. Der Kunde merkt das nicht, weil er stellt über das Reiserportal die Anfrage auch elektronisch und kriegt die Auskunft auch auf elektronischem Wege zurück. Er merkt es aber an der Laufzeit,
die natürlich, sag mal, deutlich länger ist, als während eine synchrone Auskunft aus Österreich oder in Deutschland zurückkommt. Die Qualität der Daten ist immer ein wichtiges Thema gewesen und wird es auch immer bleiben. Die Kunden sind verwöhnt von einer hohen schriftlichen Qualität, wenn auch nicht immer ganz von Fehlern frei. Ist es so, dass wir festgestellt haben, dass wir im Schnitt ungefähr eine Qualität von, ich sag mal, 60-70% rein automatisiert haben. Währenddessen wir festgestellt haben, wenn wir mit den Meldebehörden noch eine Nachbearbeitung machen, ich erkläre Ihnen gleich, wie das funktioniert, haben wir nachher eine Quote von ca. 80% und das ist annähernd die Qualität, die der Kunde heute bekommt, wenn er eine schriftliche Auskunft stellt. Wir haben mit vielen Meldebehörden vereinbart, dass, wenn eine Auskunft negativ aus einem Melderegister automatisiert zurückkommt, diese nochmal in ein Nachbearbeitungsportal, was speziell für die Kommunen gebaut worden ist, hineingeht, der per Sichtprüfung nochmal überprüft, okay, ist es der, ist dort zum Beispiel in der Straße ein Schreibfehler drin etc. Und dann haben wir festgestellt, 10% davon kommen dann nochmal als identifizierbar zurück. Ja, somit ergibt sich dann die Quote. 10% ist ein Durchschnittswert, das sind manchmal mehr, aber 10% sind es eigentlich immer. Die Verfügbarkeit, ich habe Ihnen gleich auch nochmal eine Grafik vorbereitet, sieht so aus, dass wir von diesen 75-80%, die wir in Deutschland hier anbieten können, elektronisch ungefähr, ich sag mal, 50% synchron haben. Und der Rest, ich sag mal, 1 bis 2 Tage verfügbar. Das liegt daran, dass nicht alle Meldebehörden eben eine entsprechende Schnittstelle haben, sondern hier auch halbautomatisch arbeiten. Ich gebe auch zu, das ist ein Geschäft, davon leben wir. Sollte es irgendwann ein zentrales Melderegister geben, wird sich auch dort die Landschaft verändern. Das Thema Auskunftssperren ist auch ein ganz interessantes Thema, weil ich das auch immer wieder aus Österreich gefragt werde, wie sich das in Deutschland verhält. Wir haben in Deutschland 2 Auskunftssperren. Wir haben einmal eine Auskunftssperre auf Leib und Leben, so heißt das. Das heißt, wenn eine Person gefährdet ist, dort kommt niemand an diese Auskunft heran. Dann gibt es aber auch noch eine Internetübermittlungssperre, so nennt sich das. Das heißt, der Kunde fragt auf elektronischem Weg an und kriegt eine Antwort, dass die Person der Übertragung, der automatisierten Übertragung widersprochen hat. Das kann in Deutschland jede Person machen. Kann zum Meldeamt gehen und kann sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten auf elektronischem Wege übertragen werden. Und dann haben Sie ein Problem. Dieses Problem haben wir versucht zu lösen, dass wir also mit den Meldebehörden Wege gefunden haben, wie man auf rechtlich zulässigen Wege diese Anschriften dann, ich sag mal, manuell noch zurückbekommt. Das ist sehr schwierig. Und auch hier ist dringend eine gesetzliche Änderung erforderlich, weil dieser Übertragungsweg nicht befristet gesperrt ist, sondern der ist dann erstmal für alle Zeit gesperrt. Währenddessen eine Auskunftssperre auf Leib und Leben, die ja, ich sag mal, einen Sinn ergibt, wenn jemand bedroht ist, nur für 2 Jahre befristet ist. Ja? Also da hat der Gesetzgeber eine merkwürdige Konstellation geschaffen. Kosten sind auch immer ein wichtiges Thema, währenddessen Sie in Österreich einen einheitlichen Preis haben für die Abfrage, schwankt der Preis in Deutschland von 60 Cent bis 10 Euro. Ja, die südlichen Länder sind tendenziell eher, etwas teurer. Im Schnitt würde ich sagen, über alle Anfragen hinweg 7, 8 Euro ist so der Durchschnittspreis für Deutschland. Da kommen wir wieder zu dem Thema, was der Kollege von Delta Vista auch vorhin gesagt hat, das ist einfach zu teuer. Ja. Es wird immer über diese ganzen Graumarktdaten geschimpft, über alle Datensammler geschimpft, aber der Vergleich, den der Kollege hier aus dem Ministerium brachte, stimmt natürlich, dass in Finnland kann jeder für 20 Cent die Daten aus dem Meldeamt abfragen und da gibt es solche Datenbanken nicht. Ja? Und von daher, das ist auch in den vergangenen Jahren nicht billiger geworden, sondern eher teurer geworden. Und wenn ich Ihnen jetzt mal sage, dass wir im Jahr ungefähr 2 Millionen dieser Auskünfte abwickeln und Sie nehmen das mal 7 Euro, dann ist das ein stattlicher Betrag, der da in die Kassen auch der Kommunen fließt. Ja? Aber gerade die Kommunen sind es, die verhindern wollen, dass es solche graue Daten gibt. Und insofern auch ein Wunsch von uns, dass man da eine Regelung findet,
dass das ja nicht auf diesem Preisniveau stattfindet. Ja, die Kundenstruktur ist dann ähnlich wie bei den Kollegen. Wie gesagt, wir haben vorwiegend Banken, Versicherer, Inkassofirmen, aber auch sehr viele Behörden, die das nutzen, Krankenkassen, die auch in Deutschland gebührenbefreit sind und hier bei uns 55 Cent bezahlen. Hier habe ich nochmal eine Struktur vorbereitet, eine Grafik, wo Sie in Europa keine Melderegister haben. In England, Irland, hatte ich vorhin schon gesagt, sind das Wählerregister. Alles, was grün ist, hat ein zentrales Melderegister. Alles, was gelb ist, hat ein lokales Melderegister. Insbesondere die Länder, die hier rot sind und keine Melderegister haben, sind natürlich besonders beliebt bei unseren Kunden, weil da möchten sie gerne Anfragen stellen. Das ist aber natürlich dann kompliziert. Und das ist auch, was der Kollege vorhin sagte, genau das Thema. Sie finden dort die Leute nur sehr schwer wieder und müssen sehr, sehr viel Geld bezahlen, um zum Beispiel in Griechenland jemanden zu finden. Struktur Deutschland, das sind die Melderegister, die so gräulich unterlegt sind. Das sind die Bundesländer inklusive Berlin und Bremen, was man hier vielleicht nicht ganz so gut sieht, die komplett automatisiert verfügbar sind. Die weißen Bundesländer, die fehlen noch bzw. sind nur zum Teil angeschlossen. Europa hat neben Deutschland, wie gesagt, Estland, da gibt es ein zentrales Melderegister, Großbritannien, Irland, zentrale Wählerregister. Italien ist ein lokales Melderegister und Sie sehen dann auch immer am Preis, dass so ein lokales Melderegister eben viel teurer ist als so ein zentrales Melderegister. Österreich, Sie haben ein schönes zentrales Melderegister. Schweiz ist dann wieder sehr lokal, damit auch teuer. Ungarn ist zentral und Finnland kommt demnächst dazu. Wir denken, dass wir das auch noch in diesem Jahr angeschlossen haben. Thema Datenschutz, hatte ich eingangs erwähnt, ist eine wichtige Sache. Wie gesagt, Reiser versteht sich als Auftragsdatenverarbeiter im Sinne der europäischen Datenschutzdirektive. Deutsches Recht ist da § 11 Bundesdatenschutzgesetz. Da gab es auch im letzten Jahr in Deutschland eine Novelle. Es hat zum Beispiel jeder das Recht, das Unternehmen, das für ihn Auftragsdaten verarbeitet, zu prüfen und sich anzugucken, ob das auch alles vernünftig geschieht. Reiser speichert keine personenbezogenen Daten aus Melderegisterauskünften und lehnt Adresspooling strikt ab. Ja, das trennt uns so ein bisschen von den Mitbewerbern. Wie gesagt, wir heben die Daten nur so lange auf, wie sie für Rechnungszwecke aufgehoben werden müssen. Danach werden sie anonymisiert, also sprich ausgeixt. Und genau, das war auch von Anfang an eine Auflage vom unabhängigen Datenschutzzentrum. Und wir werden da oftmals ein bisschen für belächelt, dass wir das so rigoros hochhalten. Aber letztendlich fahren wir damit sehr gut, weil alle großen Unternehmen in Deutschland fragen bei uns diese Meldedaten an. Und dann kann es nicht ganz so verkehrt sein. Was ist Adresspooling? Wem das nicht sagt, wie gesagt, Adresspooling ermöglicht eben eine Mehrfachverwertung von Melderegisterauskünften. Die Meldebehörden finden das nicht so gut, weil sie letztendlich dann nicht mehr wissen, was mit ihren Daten geschieht. Beziehungsweise die andere Seite ist natürlich, weil ihnen viel Geld verloren geht. Der Schutz, zum Beispiel bei einer Auskunftssperre, kann für eine Person nicht mehr gewährleistet werden, denn der Fall, Sie erwischen dort eine Person, die sich in dem Zeitraum, wo Sie danach nochmal in dieser Datenbank anfragen, hat eine Auskunftssperre, weil sie bedroht wird, dann kann es passieren, dass Sie dort eine Anschrift bekommen, obwohl da das Leben gefährdet ist und damit auch die Person in Gefahr gebracht wird. Ja, der Dienstleister speichert die Daten für eigene Zwecke und gibt sie dann, im Prinzip verkauft sie 5, 6, 10 Mal. Und verdient damit natürlich auch viel Geld. Um hier vorbildlich aufgestellt zu sein, verfolgt Reiser das Ziel, auch in diesem Jahr noch das Europrice Datenschutzgütesiegel zu erwerben. Das ist das erste offizielle europäische Datengütesiegel.
Hier haben wir im vergangenen halben Jahr sehr, sehr viele Prüfer im Hause gehabt, die uns da auseinandergenommen haben, um ja, zu gucken, wie laufen die Prozesse, was passiert mit den Daten. Und wir sind ganz optimistisch, dass wir das Siegel demnächst erhalten. Ja, das war mein kleiner Vortrag über die Anschriftenermittlung in Deutschland und Europa. Haben Sie noch Fragen? Thank you.